Sie sind aus dem Verkehrsalltag nicht hinwegzudenken und viele sind auf sie angewiesen. Die Rede ist von Bussen. Doch wie war das gleich mit dem Überholen? Wann darf ich nicht? Die Verkehrsbetriebe leiden zunehmend unter diesem Unwissen und auch die Fahrgäste sind in stetiger Gefahr. Wir wollen dem Abhilfe leisten und einen Exkurs in § 20 StVO machen. Und das tun wir jetzt im Video. Also dranbleiben. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund ums Verkehrsrecht interessieren, dann lasst gerne ein Abo für meinen Kanal da. Manch einem dämmert es noch etwas, dass es Verhaltensregeln beim Überholen von Bussen gab, aber viele können das gar nicht mehr genau zuordnen. Alle wissen, irgendwas war mit dem Blinker des Busses. Und genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Denn es gibt genau zwei Stadien, zwei Situationen des Blinkens, nämlich den Warnblinker und den Linksblinker. Doch zuerst steht ein Bus an einer Bushaltestelle, dann darf nur vorsichtig vorbeigefahren werden. Und wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen, dann sollte natürlich noch vorsichtiger gehandelt werden. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Man muss also immer bremsbereit sein, da es passieren kann, dass beispielsweise ein Kind vorm Bus die Straße kreuzen will. Doch wie vorhin schon gesagt, gibt es auch Zusatzsituationen. Nummer 1, Warnblinklicht. Will ein Bus in die Haltebucht einfahren oder hält er auf der Straße, muss er einen Blinker setzen. In manchen Situationen betätigt er auch die Warnblinker. Dazu heißt es in der StVO, Omnibusse des Linienverkehrs und gekennzeichnete Schulbusse, die sich einer Haltestelle nähern und Warnblinklicht eingeschaltet haben, dürfen nicht überholt werden. Weiter heißt es auch, dass wenn ein Bus gehalten hat und noch immer das Warnblinklicht eingeschalten hat, dieser nur mit Schritttempo, also mit 5, 6, 7 km/h zu überholen ist, was im Übrigen auch für den Gegenverkehr zählt. Die Fahrgäste dürfen auch nicht behindert werden. Wenn nötig, muss, wer ein Fahrzeug führt, warten. Fall 2. Der Bus will losfahren und blinkt links. Will ein Bus losfahren, muss dieser das natürlich mit Hilfe des Blinkers anzeigen. Sobald dieser gesetzt wurde, ist der ankommende Verkehr dazu verpflichtet, den Bus herausfahren zu lassen. Denn in § 20 StVO heißt es außerdem, Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbussen ist das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu ermöglichen. Wenn nötig, müssen andere Fahrzeuge warten. Fazit: Das Überholen von Bussen ist nicht so leicht, wie man sich denkt und wie man es auch häufig beobachten kann. Man sollte nicht aus den Augen verlieren, welche Lichtsignale der Bus abgibt. Missachtet man diese, können bis zu 950 Euro Geldbuße, 2 Punkte, bis zu 3 Monate Fahrverbot warten. Habt ihr noch gewusst, wie man sich richtig bei blinkenden Bussen verhält? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr mehr zu skurrilen Gesetzen wissen wollt, dann abonniert gern meinen Kanal. Über einen Like von euch freue ich mich sehr. Mehr spannende Videos zum Thema Verkehrsrecht gibt es hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss. Bis dahin.